Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Es geht weiter mit unserem lustigen Wahrsager-Opa. Und der Herr Wuppermann soll uns natürlich immer die richtigen Farben in die Zukunft voraussagen, damit wir das Glücksrad gewinnen. Die erste Runde war nicht die beste, aber können Sie mir bitte aber gerne. Wir kriegen das schon hin. Ich schreibe mir das auch nebenbei dann mal auf. Dann muss ich mir das nicht immer merken. Ja, ja, ja. Ist es grün oder blau? Ist es grün oder blau? Ist nicht grün oder blau. Ist es gelb? Ist es gelb? Nicht grün, nicht blau, nicht gelb. Also ist es rot, nehme ich mal an. So, rot schreibe ich mir auf. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es blau? Nicht blau. Dann vielleicht rot oder grün? Ist es rot oder grün? Ja. Ich tippe mal jetzt auf. Also ich mach mal so ein. Entweder nochmal rot. Rot-grün. Ich schreibe mal beide auf. Ich weiß es zwar dann nicht, aber. Kommen wir zur nächsten Runde. Raten. Ist es grün oder blau? Ist es gelb, frag ich mal. Ist es gelb? Ja, sehr gut. Ein Treffer direkt. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ja, kein Problem. Ach, das macht doch nichts. Macht doch nichts. Können wir noch... So, jetzt muss ich leider bei Rot und Grün raten. Und ich nehme einfach mal zweimal Rot. Welche Farbe willst du? Weil das voll fies ist. Ich nehme jetzt Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Hervorragend! Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Jetzt ist es natürlich 50-50. Es kann grün und es kann rot sein. Ich nehme trotzdem noch mal rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut. Los geht's. Nee, es kommt jetzt grün. Oh! Das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Nee. Lieber nicht. Wie du meinst, du kannst... Toll. Aber das letzte eine Mal bei der ersten Runde waren die Farben doppelt, soweit ich weiß. Also... Oder ich habe mich da völlig vertan. Okay. Nochmal. Hallo. Hallo. So. Können Sie mich aber gerne... Ja, 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 oh. Ja. Wie er immer einfach trotzdem die Vorhersagen macht, ohne Geld dafür zu nehmen. Er ist wieder. Weiß ja nicht, wovon er lebt, aber okay. Ist es rot oder grün? Nicht rot, nicht grün, vielleicht blau. Ist es blau? Es ist blau, okay. Ein Treffer schon mal. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es gelb? Nein. Ist es grün? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Nicht grün, nicht gelb. Bleibt also noch blau und rot. Oh, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich tippe mal auf rot. Kommen wir zur nächsten Runde. Eine Frage haben wir noch. Was nehmen wir denn mal? Wir hatten jetzt blau. Vielleicht kommt dann rot. Wie wäre es denn jetzt mit grün? Ist es grün? Ja, sehr gut. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Also. Ach, können wir noch... So, ja, er döst immer ein und danach will Wilbo zufällig Glücksrad spielen. Eigentlich sollte es ihm dann langsam auch mal dämmern. Aber okay, wir nehmen blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Diesmal nehme ich nicht dieselbe Farbe nochmal. Diesmal nehme ich dann rot. Hervorragend, du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter, nur noch zweimal richtig tippen. Diesmal nehme ich rot. Welche Farbe willst du? Bitte, bitte lass es richtig sein. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut,
Los geht's! Oh oh, oh oh. Oh nein. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal? Es ist doch echt zum Ausflippen, dass ich jetzt das letzte Mal rot-rot genommen habe, statt rot-grün. Und jetzt habe ich statt blau-blau, blau-rot genommen. Und jetzt ist es blau-blau. Echt. Wenn jetzt wieder dasselbe Mal, dieselbe Farbe hintereinander kommt, dann gehe ich mal davon aus, dass wir bei der nächsten Vorhersage wieder nicht dieselben zwei hintereinander haben. Lieber, wie du machst, du kannst. Und deswegen, wenn es dann wieder diese 50-50-Chance geht, nehme ich dann nicht dasselbe. In der Hoffnung, dass es ja wohl irgendwann mal klappt. Okay, machen wir eine vierte Runde. Irgendwann haben wir es. Hallo. Pack deinen Zettel und Stift weg. Können Sie mir aber gern. Hokus pokus, Fidibus. So, ab in Trance. Er ist... So. Ist es blau oder gelb? Kein blau, kein gelb. Dann ist es vielleicht grün. Ist es grün? Nein, auch nicht. Also ist es wohl ein Rot. Wir sind wieder bei Rot angelangt. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es blau? Ist es blau? Nein. Dann ist es grün. Ist es grün? Okay. Es ist nicht blau. Es ist nicht grün. Dann ist es vielleicht gelb. Oder halt nochmal rot. Und damit hätten wir dann zweimal dasselbe wieder. Und ich nehme aber nicht dasselbe. Also wird es wahrscheinlich gelb sein. Kommen wir zur nächsten Runde. Die allerletzte Frage. Ist es rot oder grün? Nicht rot und nicht grün. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Okay, ich hätte jetzt da am Ende eher wieder eine einzelne Frage stellen sollen. Da habe ich immer einen besseren Treffer gehabt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch stand. Darauf hätte ich noch mal achten sollen. Wir haben jetzt rot, gelb und jetzt kommt wahrscheinlich dann halt blau oder grün. Das ist dann sowas von geraten. Aber ich glaube, da war irgendeine Frage mit blau, wenn ich mich nicht täusche. Also nehme ich irgendwas mit blau. Können wir noch... Also, ich habe keine Ahnung. Es war jetzt blöd von mir, dass ich die letzte Frage zweideutig gestellt habe. Welche Farbe? Anstatt die direkte Frage zu stellen. Wir nehmen rot. Es wird ein... Also gut. Die erste ist ja meistens immer richtig. Hervorragend! Du hast richtig getippt. Jetzt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Ja, ich nehme gelb. Welche Farbe willst du? Gelb in der Hoffnung, dass das System jetzt erraten wurde. Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut. Los geht's. Super. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Ja, no, nicht genau. No risk. Hat es etwas mit no dem fun. Raumzeit? Es heißt. Baba. Oh, dieser. Ja, das ist jetzt. Welche Farbe willst wirklich du? Druck? Denn jetzt nehmen wir blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut. Los geht's. Es kann aber auch ein grünes Feld werden. Und es wird ein anderes Feld. Es war so klar. Das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Es wäre dann gelb-gelb hintereinander gekommen. Das ist doch komisch. Damit wird das dann schon wieder aufgehoben, was ich dachte, wie man das hier durchschauen kann. Mann! Lieber, wie du mal, du kannst... Ich werde noch fuchsig hier. Jetzt ist doch wieder zweimal eine Farbe hintereinander gekommen. Allerdings nicht die erste und zweite, sondern die zweite und dritte. Check ich nicht. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir... Was soll ich sonst tun? Ich verplemper jetzt das Spiel mit Glücksradfarbenraten. Er ist wieder... Also, geht wieder los. Ist es grün oder blau?
Es ist nicht grün. Es ist nicht blau. Vielleicht ist es gelb. Ist es gelb? Nein. Wenn es also nicht grün ist und nicht blau ist und nicht gelb ist, dann ist es rot. Schreibe ich mir auf. So. Kommen wir zur nächsten Runde. Jetzt kann es wieder rot werden, so wie es aussieht. Ist es grün oder blau? Es ist grün oder blau. Das ist schon mal hilfreich eigentlich. Wobei, in dem Falle müsste ich eigentlich nochmal fragen. Kommen wir zur nächsten Runde. Aber ich mache die nächste Runde. Ist es, wenn jetzt rot war und grün oder blau, dann nehme ich jetzt gelb. Ist es gelb? Nein, toll. Oh, ich darf nochmal. Ist es blau? Es ist nicht gelb, es ist nicht blau. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Es ist nicht gelb, es war nicht blau, also kann es nur grün oder rot sein. Können wir... Das ist voll das Raten jetzt wieder. Scheiße. Ich habe es mir irgendwie selber wieder blöd gemacht. Ich hätte bei der zweiten Frage noch eine stellen sollen. Und bei der letzten wieder nur eine. Aber eigentlich ist es dann auch egal. Aber dann weiß man wenigstens zwei Fragen richtig. Ja, dann nehme ich jetzt mal rot. Es wird... Mach hinne. Wir haben keine Zeit für so einen Blödsinn. Ich bin so schlecht. Komm schon. Ja, ich weiß, dass es rot wird. Die erste war immer richtig. So, jetzt wieder raten halt. Grün, ich nehme jetzt mal grün. Es wird... Ich wette, jetzt kommt blau, dann war es das schon wieder. Ja, jetzt kommt natürlich blau. Oh, schade. Nein. Wie du meinst, du kannst... Bla, bla. Bla, bla, bla. Du regst mich auf, Herr Wuppermann. Ich will jetzt das verdammte Geld gewinnen. Sag mir jetzt die Farben. Hallo. Hallo. Ja, was kann ich für dich tun? So. Können Sie mir aber... Ja, ja, Hokus Pokus Fidibus. Blau, Grün, Gelb, Violett. Er ist wieder in Trance. Geht los. Ist es gelb oder rot? Ist es gelb oder rot? Oh ja. Treffer sogar mal. Ist es rot? Ja. Okay. Den ersten haben wir. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es... Ist es grün? Ja. Jetzt habe ich Glück gehabt. Kommen wir zur nächsten Runde. Nur noch den letzten, dann habe ich's. Dann habe ich's. Ist es gelb? Nein, nicht gelb. Habe ich nicht noch einen? Ja, ich habe noch einen. Ist es grün? Ist es grün? Ja! Was ist nur los mit mir? Ich habe Glück gehabt. Ich muss schon wieder ein... Ach. Jetzt werden wir es schaffen. Können wir... Gern! Und er denkt sich innerlich so, oh, Wilbur, wie oft willst du es noch machen? So. Welche Farbe? Rot, es ist wieder mal rot. Es wird irgendwie immer mit rot, ne? Es fängt immer mit rot an. Welche Farbe willst du? Grün und dann nochmal grün. Es wird ein grün. Also gut, los geht's. Jetzt wird's aber auch mal Zeit hier. Unfassbar. Ja, ich weiß, was das heißt. Es heißt gut. So, grün. Grün natürlich. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Los geht's. Gib mir jetzt das Gold. Ich glaube es einfach nicht. Die Chancen dafür stehen.
gar nicht gut. 1 zu 4096, ungefähr 1 zu einer Million? Grob geschätzt 1 zu einer Million? Exakt. Vielleicht kannst du auch in die Zukunft sehen, so wie ich. Bestimmt nicht so gut wie sie. Bekomme ich nun meinen Haufen Gold? Aber sicher, du hast ihn dir verdient. Vielen Dank. Cool. Oh, das war jetzt aber auch echt ein Farbakt. Oh, schwierig. Das sind eine ganze Menge Goldstücke. Ziemlich genau ein Haufen Gold, würde ich sagen. Das finde ich toll. Dann haben wir schon mal eins für dieses Magier-Diplom-Zeugs geschafft. Und er ist jetzt einfach mal einen Sack Gold losgeworden. Na gut. Aber mit der coolen Glaskugel konnte er auf einmal halt auch wahrsagen. Das ist das Merkwürdige. Naja. Da ist das Karnickel. Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Ja. Wie mache ich mich denn jetzt mal kleiner und größer und überhaupt? Beziehungsweise geben wir ihm jetzt schon direkt das Gold? Wir geben ihm das mal. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Können wir das machen? Geh mal rein. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. Okay. Wehe, der lässt uns irgendwie am Ende im Stich oder so. Können wir in der Kochnische was machen? Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Ja, aber das habe ich auch noch nicht rausgekriegt, den Dreh. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Habe ihm gerade einen Haufen Gold nur gegeben. Für Schüler. Ja, danke schön. Voll fies eigentlich, dass wir nichts dürfen. Ein bisschen ihm helfen könnte er ja schon. Ich habe hier die magische Nadel und Faden. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Oha, was kommt jetzt? Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Ach was. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Oh, kommen Sie schon, bitte. Ohne den Ring kann ich den König der Diebe nicht zur Strecke bringen. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Okay, wie war das noch mit dem Maske der Königin? Ich würde gerne, okay. Ich muss weit. Wenn's sein. Das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst, dass wir da, den Schrumpfring haben, weil das macht uns, glaube ich, doppelt kleiner oder so. Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation. Du bist doch hier beim Eingang. Also schön. Aber wir sind dann immer noch zu groß. Wenn wir jetzt aber noch den Ring zusätzlich benutzen. Mal sehen, ob er funktioniert. Dann sind wir ganz klein, oder? Das ist ja ekelerregend. Wie witzig. Jetzt sind wir klein genug. Aber immerhin bin ich geschrumpft. Genau. Jetzt geht er mal hin. Hä, wieso wird er jetzt so? Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Oh, wie jetzt? Es muss wohl sein.
warst doch gerade klein genug. Also schön. Vielleicht muss er erst den Ring nehmen und dann den Trank. So, jetzt geh da hin. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Also los. Sehr schön. Uff. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Mein Name ist D'Artagnan. Ich bin der beste Fechter der Welt. Ein Garde. Ein Fechtkampf? Sehr gut. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich bin der mächtige Magier. Wilbur Wetterquarz. Veräppeln wir ihn, oder? Nein, wir sind der mächtige Magier. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Na schön, Wilbur. Und wie kann ich dir helfen? Ich habe sie draußen am Stand des Krämers gesehen. Das war beeindruckend. Ich habe einen Auftrag. Ich soll sie unschädlich machen. Ich muss mal in die frische Luft. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Warum sind Sie ein Dieb geworden? Ich habe einen Auftrag. Warum tun Sie das? Warum stehlen Sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Könnt ihr nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Ich habe ein Wer wohnt denn alles mit Ihnen hier unten in der Kanalisation? Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war, da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen Cut. Wir reden hier das nächste Mal weiter mit Wilbur Wetterquarz. Und dann schauen wir mal, dass wir die Ratte rumkriegen, dass sie dann nicht mehr klaut, aber aus der Perspektive, dass er Nahrung will. Nicht, dass wir schuld daran waren mit dem Roboter. Naja, da kümmern wir uns dann im nächsten Part drum. Bis dann!